Hallo zu meinem neuen Beitrag. Leider geht es wieder mal um Lauterbach und eine Aussage, die er trifft. Warum bringe ich das überhaupt auf einem Krisenvorsorgekanal? Zum einen, weil es zur Einschätzung der aktuellen Lage gehört. Zum anderen, weil seine Aussagen eine weitere Verschärfung der Lage implizieren. Hören wir uns einfach mal an, was er zum Besten gibt. Ich stimme zu, wir kommen jetzt in eine Phase hinein, wo der Ausnahmezustand die Normalität sein wird. Wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein. Also der Klimawandel wird zwangsläufig mehr Pandemien bringen. Mehr Pandemien werden also die Wirtschaft belasten, also unterbrechen. Wir kommen in eine Situation des globalen Wassermangels hinein. Der Ausnahmezustand wird die neue Normalität. Das bedeutet letztlich, die Kontrolle über uns wird immer aufrechterhalten bleiben. Man wird die Macht, die man mal durch diese Pandemie erreicht hat, nicht wieder abgeben. Man wird weiter entscheiden, was für uns gut und was für uns schlecht ist, was wir zu tun haben und was wir zu lassen haben. Der Klimawandel wird also zwangsläufig mehr Pandemien bringen. Der Klimawandel ist also schuld und den müssen wir als nächstes bekämpfen. Das heißt, in Zukunft werden wir nicht mehr Auto fahren dürfen, vielleicht auch nicht mehr aufs Klo gehen, weil wir damit die Umwelt verschmutzen. Das ist übertrieben, Leute, aber es geht in die gleiche Richtung. So wie jetzt die EU beschlossen hat, man darf sich nicht mehr farbige Tattoos zulegen, weil die könnten einen ja schädigen. Und es ist schon mal der Hinweis auf neue, viel schlimmere Pandemien, die rechtfertigen, was mit uns gemacht wird. Dann die Aussage von Herrn Lauterbach, dass die Wirtschaft weiter leiden wird und zusammenbrechen wird. Er bereitet uns darauf vor, dass die Situation noch schlechter werden wird, die wirtschaftliche Lage noch schlechter werden wird, unsere Versorgung eskalieren wird. Er spricht konkret den Wassermangel an. Wasser brauchen wir täglich, wie die Luft zum Atmen. Wenn das kein Krisenvorsorgethema ist, was dann? Prophezeit er doch in diesem Interview, dass es uns allen in Zukunft schlechter gehen wird. Die neue Normalität ist furchtbar, Leute. Und man kann nur hoffen, dass Lauterbach wie immer völlig daneben liegt. Abonnieren, wenn ihr über neue Uploads informiert werden wollt. Ich würde mich über einen Daumen hoch oder runter freuen. Wenn ihr das Thema interessant findet, teilt es mit euren Freunden. Das war's heute schon. Bis zum nächsten Mal.